Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Gerade ein Rammstein in der Airbase. War heute Morgen an der Pfaff in Kaiserslautern, hab den K330 geladen. Den bringe ich jetzt hierher, da in das Waldstück, wo wir. Haben wir da dieses Jahr schon mal? Ich weiß es gar nicht mehr. Den bringe ich da hin. Dann mal gucken. Ich denke, es ist, was Transporter angeht, immer noch recht ruhig. Vielleicht setze ich mich später wieder auf den Kieper und fahre ein bisschen Kieper mit. Thank you.
Bin gerade im Hof, habe einen kleinen Radlader geladen. Fahr jetzt noch rüber, hol noch fünf Baustützen. Ich glaube fünf waren es, ich weiß es nicht mehr genau. Die lege ich mir noch drauf, mache zwei Ketten drum und dann Gürtel drum und dann fahre ich das runter nach Mainz, dahin, wo ich am Freitag war und dem Kollegen beim Balkonschneiden geholfen habe. Ich werde wieder vorne dran, also in der Straße vorne dran stehen bleiben. Ich werde wieder per Achse rüberfahren. Vielleicht sogar zweimal, weiß es nicht. Aber das geht ja schnell mit dem Radlader hier. Mit 0,20 soll ich laden. Bringt nicht an. Was auch sonst. Ich wollte eben Freitag sagen. Ich wollte, es wäre schon Freitag. Die 9,20 doch noch geladen jetzt gestern Abend. Dann die ganze Nacht das Ladegerät dran gehabt. Gestern Abend lief er dann irgendwann an, richtig schwer. Lief er an. Und hat dann auch, aber das wahrscheinlich war es, weil die Batterie komplett tot war, mehrere Fehler geschmissen und am Ende, nachdem er dann Zeit lang lief, blieb dann nur noch die Abgasnachbehandlung. Der Fehler ist jetzt immer noch da. Er hat in irgendwas geschrieben, Abgasnachbehandlung manuell starten. Ich glaube, das kannst du an so einem Bagger, kannst du das, glaube ich, nur mit Laptop machen. Ja. Haben jetzt halt dabei Baustelle, wenn ich wüsste, dass das meine ist, ne? Würde ich so rumfahren. Muss nämlich auch dahin auf der Hof. Auf jeden Fall, wenn er irgendwann halt nicht mehr geht, dann muss der Motor von der Liebherr kommen und muss den dann halt manuell freibrennen. Keine Ahnung. Bagger fahre ich auf dem Felsberger Hof. Bin ich auch schon gleich. Kühlschrank rappen, geht mir auf den Sack. Kleine Engstelle. Links abbiegen, ein bisschen eng.
fahre ich wieder nach Hause, Sattel um. So hieß es mal gestern. Dann geht es nach Hauenstein. 938 holen. Baustelle, der Abriss an der Kirche ist endlich fertig. Der Bagger geht allerdings nach Hause, der muss nach Wartungen, kleinere Reparaturen. Dahin, wo wir den Abriss gemacht hatten. War das Anfang vom Jahr oder war das letztes Jahr? Ich weiß es gar nicht mehr. Könnte Anfang vom Jahr gewesen sein. Ich glaube, es könnte auch letztes Jahr gewesen sein. Keine Ahnung. Wäre ich dann rausgekommen, ja? Baustelle, ja. Ja, wenn ich das mal früher gewusst hätte. Mal kurz stehen, ich muss da mal kurz telefonieren, ob da wirklich da hoch geht. Oder soll ich einfach, ich fahr einfach hin, da ist ja jemand. Und wenn nicht, muss ich halt danach anrufen. Da bin ich hier wohl richtig. Ich fahre jetzt nach Hauenstein. Dort lade ich erst das ganze Werkzeug bis auf einen Löffel. Das fahre ich nach Hause. Entschuldigung. Dann sattel ich um. Also lade das Werkzeug erst ab, dann sattel ich um. Dann fahre ich raus, den Bagger holen. Ich denke, das wird mein Tag sein heute. Bis ich jetzt in Hauenstein bin, jetzt haben wir es 8 Uhr, bis ich in Hauenstein bin, ist es bestimmt kurz vor 10. Dann werde ich wieder gegen 14.30 Uhr, 15 Uhr, werde ich dann wieder in Hauenstein sein. Bagger laden, Bagger nach Hause. Abladen. Ich denke, das war es dann für heute.
So, mal gucken, wo das Werkzeug liegt. Alles da oben. Gut. Alles da oben. Kriege ich das alles drauf? Das kriege ich ja gar nicht alles drauf. Das kriege ich doch gar nicht alles drauf da. Kriege ich doch gar nicht alles drauf da. Wie soll ich denn das da drauf bringen? Kommt vorbei, ja. So, ich bin zu Hause, gerade am Absatteln. Fahr mal eine Runde außen rum. Au! Sattelt jetzt, also, beziehungsweise hab jetzt abgesattelt, jetzt hänge ich meinen Vierachser drauf. Die Männer vom Bau. Warum? Was ist denn jetzt schon wieder? Kann aber nicht absatteln da hinten. Kann aber nicht absatteln da hinten. Müssen eh. Aber Schweine müssen jetzt abladen. Ah, ich hab da hinten drin im Löffel. Sind da noch jede Menge Schläuche, ne? Die kann er gerade mit nehmen. I love you. Willst du was zu essen, Patrick? Hä? Willst du was zu essen? Hä? Mettbrötchen mit Zwiebeln. Was süßes? Süßes hab ich nur Milch. Da rumpien sind Emojis. Ach ja. So, Maut haben wir umgestellt. 8 Achsen. Ein paar Tage. Ich wieder nach Hauenstein, lade den Bagger. Oh, geht auch hierher.
du musst ja, du darfst ja nicht fehlen. Zehn nach vier haben wir es. Laden war ein bisschen bescheiden. Der Wagen steht ein bisschen schief, ne? Ich weiß nicht, ob der nicht aufsteht, ob der sich gedreht hat. Der steht fast 10 cm über der Kette hier auf der linken Seite. Ein bisschen aufpassen. So, hier nochmal um die Kreisel drum, um die Verkehrsinsel drumherum und dann der Rest ist eigentlich nicht mehr so tragisch. Danke. Zeigt. Ich habe noch schön brav und artig Danke gesagt. Kurz. Sorry. Danke. Kreisel. Werkstatt, lade den 938 ab. Dann denke ich, werde ich den Tieflader hier wieder wegstellen. Ich wüsste momentan nicht, was Großes zu fahren ist. Dann mein Dreieck, der steht noch hier draußen. Vermutlich werde ich den wieder dranhängen. Dann eventuell so ein Gedanke, entweder Hechtsheim an der Deponie in Albersbach oder Felsberger Hof. Ich denke, eins von dreien werde ich dann machen. Abgekehrt, kommt was völlig anderes. Ich ziehe jetzt erstmal aus. Sag mal, warum? Kann mir irgendjemand sagen, warum ich so oft gähnen muss? Schlimm. So, ich ziehe jetzt erstmal aus und dann fahre ich Sembach hoch, lade den Brecher und der geht einmal durch Raten. Mannheim, Spinelli. Ich ziehe hier gleich aus. Die habe ich jetzt festen Boden.
Tor zu machen, das noch offen steht. Der Tiefleiter steht noch draußen. Fahrzeug ist gerade hier. Vielleicht muss ich noch kurz warten, bis der wieder draußen ist.
reicht mir das noch, kommen sie noch rum, ja. Ach, wunderbar. Wunderbar, wunderbar. So, hoffentlich reiße ich endlich mal den Ast hier ab. Scheinbar nicht. Ich denke, jeder Brecher muss hierher, also weiß nicht, ob wir da näher hinfahren sollen oder ob die, ich weiß ja nicht, wo die Keeper entlang fahren, ob die hier drin laden. Stellt mich einfach hier vorne in den Weg rein. Fertig. Aber wo fahren wir denn den Brecher hin? Ah, da können wir da vorne, da können wir noch näher rausfahren.
A904 geladen. Bringe ich jetzt auf die Vogelweh. Aber werde ich euch dann in der nächsten Folge zeigen. Danke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Bis zur nächsten Folge. Bleibt gesund, Spaß. Haut rein. Die Lenkung offen, ja. Schon lange nicht mehr passiert. Aber ich habe sie offen. Danke, bis dann. Ciao.